Das war sicherlich der Auftakt eigentlich, sagen wir mal, der Periode, der wir auch jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch ein bisschen nachtrauern, ist ein bisschen das falsche Wort, aber wo man natürlich sehr negativ auch drauf zurückschauen. Nichtsdestotrotz war das jetzt für mich nicht präsent. Klar, das gehört zu uns dazu, auch zu unserer Historie als Mannschaft, aber auch natürlich individuell. Niederlagen hat man eben auch im Sport und deswegen freue ich mich eher oder habe im Kopf, dass wir jetzt gut gestartet sind unter Julian jetzt gegen die USA, wirklich auch ein gutes Spiel gemacht haben, Tore erzielt haben und dementsprechend war mein Gedanke eher darauf, das fortzusetzen, was wir am Samstag so ein bisschen gestartet haben. Ich will jetzt nicht gegen irgendjemand boxen, ehrlich gesagt, aber so die Art und Weise, wie er es zu seinem Erfolg geschafft hat, die Geschichte, die beleuchtet ja die reelle Geschichte dahinter, beleuchtet ja verschiedene Personen. Es ist nicht, glaube ich, nur eine tatsächlich, sondern einerseits die Historie von Sylvester Stallone selbst, aber auch von einem amerikanischen Boxer. Es ist eine Mischung. Und so der Aufstieg und die Art und Weise, wie er es geschafft hat, klar, das kann immer Vorbild sein. Ich habe gehört, dass einige aus dem Trainerteam da heute früh hinspaziert sind und sich das angeguckt haben, ich noch nicht. Ich habe tatsächlich relativ viel zu tun, auch viele Gespräche zu führen, die dann aufgrund der kurzen Zeit, die ich habe oder wo ich die Spiele auch nur kurz sehe, teilweise auch sehr lange dauern. Wir haben schon viele Spieler, die ja, mich auch Gott sei Dank zu längeren Gesprächen zwingen, dass man nicht jedes Wort aus der Nase ziehen muss, sondern wo auch viel erzählt wird und viel ausgetauscht wird. Sprich, habe ich schon ein bisschen was zu tun. Aber wenn ich es noch schaffe, werde ich mir es einmal anschauen. Ja. Aber ich war jetzt selbst noch nicht da, aber es waren schon welche da und haben gesagt, dass das schon mit einem was macht, wenn man eine Verbindung hat zu den Filmen. Ja, von uns war, also ein paar Spieler waren dort gestern am Nachmittag. Ich habe mich da aber zurückgehalten, habe tatsächlich meinen Nachmittag auf dem Zimmer verbracht, um mich zu erholen. Ich habe nämlich am Spielersatztraining so viele Körner gelassen, um mich reinzutrainieren für morgen. Und habe tatsächlich da mal durchgeschnauft.